Klimawandel, Energiewende und Wasserknappheit sind Themen, mit denen sich Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vermehrt befassen müssen. Um diese verschiedenen Gruppen in Thüringen dafür an einen Tisch zu bringen, wurde vor 10 Jahren das Thüringer Erneuerbare Energienetzwerk gegründet. Vertreter dieser Gruppe trafen sich am Freitag mit Umweltminister Bernhard Stengele am Wasserwerk Burgau, um über die gemeinsame zukünftige Arbeit zu sprechen. Eins der wichtigsten Themen war dabei der Schutz des Trinkwassers. Wir haben natürlich hier die Situation, dass die Menschen viele andere Sorgen und Nöte haben und vielleicht Energiewende und Wasserwende nicht ganz oben auf der Liste steht. Wir arbeiten sehr stark daran, natürlich, dass sich das ändert. Und das hat den einen Grund, dass das auch eine Riesenchance ist für Thüringen. Thüringen ist hervorragend aufgestellt, um mit den neuen Dingen, die wir brauchen, um auch diese Wasserproblematiken zu lösen, um damit auch Geld zu verdienen, um damit Wertschöpfung herzustellen. Es gibt in Thüringen viele kleine und mittelständische Unternehmen, die an zukunftsweisenden Technologien arbeiten und mit dem TEN-Netzwerk verknüpft sind. Darüber hinaus sind es vor allem die Wasserwerke, die sich Gedanken über eine zukünftige Wasserknappheit machen. Auch wenn Jena bisher von dem Problem weitestgehend verschont geblieben ist, arbeiten die Stadtwerke bereits an Vorkehrungen, um Wasser sparen zu können. Wir gehen jetzt schon über die letzten Jahre den Weg natürlich der Leckageordnung, dass man auch mal diesen Weg geht, so wenig wie möglich Wasserverluste auf unseren Strecken oder in unseren Anlagen zu haben, also auch im Rohrnetz. Dann natürlich auch schneller zur Bekämpfung von Rohrbrüchen, dass man dort die Wasserknappheit eher in die Richtung geht, dass man Wasser einspart oder Wasserverluste senkt. Ansonsten geht man natürlich mit verschiedenen Institutionen und Ingenieurbüros den Weg, das Grundwasser zu überprüfen. Wie sind die Stände, wie ist die Grundwasserneubildung, um daraus dann auch mit dem Land Thüringen Pläne zu erstellen, Katastrophenpläne oder Notfallpläne, was passieren könnte. Wichtig ist allen Beteiligten, das Thema frühzeitig anzugehen und ein Bewusstsein bei der Bevölkerung für die Problematik zu schaffen. Ein erster wichtiger Schritt ist dabei, den Menschen aufzuzeigen, wie Wasser gefördert und aufbereitet wird, damit es bei uns zu Hause trinkbar aus dem Hahn kommt.